Hi und herzlich willkommen zu einem Geometrierätsel für Fortgeschrittene. Ich bin gespannt, wie ihr das Rätsel findet und ob ihr es gelöst bekommt. Denn man hat extrem wenig Angaben, um die Größe der gelben Fläche trotzdem zu berechnen. Und zwar, wenn man drauf kommt, was hier die Idee ist, ohne großartig wirklich zu rechnen. Das Einzige, was ihr wisst, ist, dass wir hier 5 Meter Seitenlänge haben und natürlich, sonst klappt es nicht, dass hier wunderbar überall Quadrate zu sehen sind. Also hier ein Quadrat, bei dem wir die Seitenlänge von 5 Metern kennen. Dann noch ein Quadrat, bei dem wir die Seitenlänge nicht kennen. Und dann noch so ein süßes kleines Quadrat, das hier oben drauf sitzt. All das wisst ihr, mehr nicht, und daraus könnt ihr die gelbe Fläche berechnen. Probiert's mal aus, zieht alle eure Geometrie-Rätsel-Joker aus dem Ärmel und dann schafft ihr das schon. Für alle, die einen Tipp brauchen, der große, große, große Tipp, der verrät jetzt aber auch schon einiges. Es hat nichts mit Quadraten zu tun in dem Sinne, sondern hauptsächlich mit Dreiecken und den Kongruenzsätzen. Für Dreiecke. Versucht euch mal an die zu erinnern, dann geht auf die Jagd nach kongruenten Dreiecken und dann, glaube ich, schafft ihr das, wie gesagt, ohne viel Rechnen, nur mit cleverem Argumentieren. Nächster Tipp: Die zwei Kongruenzsätze, die ihr braucht, sind einmal, dass Dreiecke kongruent sind, wenn sie in zwei Seiten und dem von diesen beiden Seiten eingeschlossenen Winkel übereinstimmen. Und dass zwei Dreiecke kongruent sind, wenn sie in zwei Seiten und dem Winkel übereinstimmen, der der längeren dieser beiden Seiten gegenüberliegt. Das brauchen wir jetzt. Und wir müssen natürlich auch noch den Blick dafür haben, wo wir überhaupt diese kongruenten Dreiecke finden können. Aber das ist eigentlich gar nicht so schwer. Schaut euch zum Beispiel dieses Dreieck hier unten mal an. Eine Seitenlänge ist hier diese 5 Meter vom blauen Quadrat. Die andere Seitenlänge ist hier die unbekannte Länge vom roten Quadrat. Und der Winkel, den hier diese beiden Seiten miteinander einschließen, ist genau dieser Rotationswinkel, dieser Drehwinkel, den das blaue Quadrat zum roten Quadrat hat. Und genau diesen Rotationswinkel finden wir hier wieder. Auch wieder eingeschlossen von der blauen Seitenlänge und der roten Seitenlänge der Quadrate. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Linie zuziehe und sage, das Dreieck betrachte ich, dann ist sogar noch ein zweiter Winkel gleich, nämlich der rechte Winkel hier, ne, und hier. Und somit sind wir mehr als sicher, dass diese beiden Dreiecke perfekt kongruent, also deckungsgleich sind. Ähnlich argumentieren können wir jetzt sehr, sehr clever. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Bei diesem Dreieck hier und bei diesem Dreieck hier. Beide haben nämlich als eine Seitenlänge die kleine hier von dem pinken Quadrat. Das heißt, die haben sie schon mal gleich. Und als andere Seitenlänge, die wir betrachten wollen, haben sie hier die Seitenlänge vom blauen Quadrat, also die 5 Meter mit drin. Und dann haben sie auch noch den der längeren Seite gegenüberliegenden Winkel gemeinsam, nämlich hier diesen rechten Winkel. Und das bedeutet, dass wir auch hier kongruente Dreiecke haben. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man das Grüne, das hier, was ja gelb gefärbt ist, in dieses grüne Dreieck stopft, das leer ist, also nicht gelb gefärbt, und dass man das gelb gefärbte lilane Dreieck hier in dieses leere lilane Dreieck stopft, dann sieht man, dass das große blaue Quadrat perfekt gelb vollgestopft werden würde von dem einen lilanen und dem anderen grünen Dreieck. Die verlieren natürlich dadurch ihre Farbe. Das heißt, hier, der hätte seinen Flächeninhalt abgegeben und der hier. Aber dann kann man erkennen, dass diese gelbe Fläche sich wunderbar exakt ins blaue Quadrat reinstopfen lässt und damit einen Flächeninhalt von 5 mal 5 Metern, also 25 Quadratmetern hat. Und das ist hier die Antwort auf die Frage.
Kaum gerechnet, nur argumentiert, genauso wie es auch gut klappt in diesem Rätsel. Probiert es mal aus. Super schöner Aha-Effekt, finde ich. Und genau so wird man auch besser in Geometrie rätseln. Einfach mehr und mehr und mehr lösen, mehr Joker sammeln und dann klappt das schon. Viel Spaß damit und bis bald!